Okay, dies ist von der anderen Seite her verriegelt. Also wir haben hier ein Becken, hier ein Becken und da ein Becken. Das Becken kenne ich, das führt in die Drachenhöhle. Die anderen beiden kenne ich noch nicht. Quick Save. Und Schwierigkeitsgrad runter und Level up. Zwei Trefferpunkte, ein Sagenkunde, sehr gut. Und nochmal Quick Save. Ja, keine große Herausforderung. Ich habe blöderweise im Augenblick nur zwei Stein zu Fleischschrift rollen. Oh. Oh, geht weg. Hört auf damit. Ich war, was ich mir gewünscht. Nächstes Mal. Ist was los? Ach, ich habe spätzünde Feuerbälle doch, oder? Ja, einen habe ich. Das macht Spaß! Verschont keinen! Ruft euch zu sich! Verschont keinen! Verschont keinen! Dieses Becken führt nirgendwo hin, okay. So, da sind wir wieder. Mir ist gerade Baldur's Gate abgeschmiert. War einer der seltenen Fälle, wo das passiert. Gut, heim wäre es Matalisa. Wir sind ja noch mitten in einer Folge drin. Verteilen ein paar Heiltränke. Ich habe, glaube ich, ein paar aufgebraucht. Den kann Harry trinken. Mache ich einen Quick Save. Nochmal. Wenn es das ist, was ihr wollt. Gut, also ich habe hier zwei Becken. Durch die ich durch kann. Das war das Labor. Kann ich mir bei dir eine Stein zu Fleischschrift ausmachen? Euer Wunsch ist mein Gewehr. Ja, Tatsache. Oh, deine Seite über Kolosse holen. Und hier statt bizarre magische Ausrüstung bedeckt den Tisch dazwischen. Findet ihr die Augen aller möglichen Kreaturen? Hm, keine große Herausforderung. Also, ja, das war der hier, gell? Gut, damit wäre der schon mal erledigt. Wo führst du hin? Also wir haben jetzt drei Schriftrollen, um die Leute hier zu entsteinern. Ich habe auch Teile. Sachen zu verbessern. Oh, die das Natur ist auch könnte noch selbst weg. Hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurück. Das laden wir. Ich hoffe, da ist ein Autosave gewesen. Nein, der Autosave war hier. Aber das ist ein Quicksave, oder? Keine große. Also ja, das war der Quicksave hier. Gut, das heißt, wir haben noch das Becken hier und das Becken hier.
Okay. Gut, ich will einfach mal auf seinen Rat hören und wieder einen Steiner. Dem Goldenhand? Nanok der Barbar? Dem Goldenhand. Also das hier ist Conan der Barbar, weil das Nanok ist Conan rückwärts. Und du bist Bondari. Ihr Ratnob ist komisch. Ja. Also, das ist irgendwie eine Anspielung wahrscheinlich auf Conan, den Papa. Die Dienerin schon erledigt. Muss ich mal nachgucken, vielleicht kann das irgendwann sagen. Ihr seid ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Fahrt zur Hölle, verfluchter Augab. Was erkenne ich euch? Ich befreite euch einst aus eurem Steingefängnis, jungen Abenteurer. Nein, aber ihr werdet bald die Schärfe meines Schwertes kennenlernen. Zur Hölle mit euch. Nehmen wir die eins. Oh, danke. Jungs, seid ihr in Ordnung? Okay. Ja, dank euch nicht. Könnt ein Augenhafter nicht mal von hinten angreifen. Okay. Halt die Klappe, Tim. Seid gegrüßt, meine Fürsten. Ich bin Bondari Schnellhand ID. Die sind meine Begleiter Nanok der Barbar und Tim Goldenhand. Er ist ein Elf und ein Magier. So jung und so gierig. Ich kann kaum glauben, dass ich auch einmal so neifluschig gewesen sein soll wie diese drei. Wirklich, da ich bin entzückt. Ich habe schon lange nicht mehr solch vollendete Nahen gesehen wie dieses junge Trio. Tja, ich denke, ich sollte euch danken, dass ihr uns rausklauen habt. Gibt es eine Möglichkeit, wie wir Abenteurer eure Lebenswürdigkeit begleichen können? Etwas, was wir euch tun können, um unsere Dankbarkeit zu tilgen? Irgendetwas? Etwas Unfassbares Böses über unser Land gekommen und gefährdet das Leben von Millionen. Ihr wurdet auserwählt und Dari und ihr dürft bei dieser Aufgabe nicht scheitern. Ihr könnt mir sagen, wie ihr hergekommen seid. Liefert mir einfach einen guten Kampf. Nehmen wir einfach die Eins. Eine Aufgabe. Ha, das ist ja großartig. Was müssen wir tun? Ein teuflischer Betrachter und seine Koboldkorten haben eine Höhle östlich von hier überlaufen. Ein böser Drache bedroht das Land. Ich brauche den Augenschein dieses Betrachters, um den Drachen zu besiegen und das Land vor dem sicheren Untergang zu bewahren. Bei Maske, das dürfen wir nicht zulassen. Geht ihr da am Tor und findet den Augenstieg. Das Schicksal von Tete liegt in euren Händen. Und welche Belohnung kriegen wir dafür? Die Befriedigung, eine Aufgabe gut erledigt zu haben, hört auf zum Falschen. Denn schon erhebt der Drache seine Arme, um die Welt zu vernichten. Ich gebe euch 100 Goldmünzen. 100 Goldmünzen, wir sind reich abgemacht, weil ich fest. Wir schnappen uns diesen Augenstieg und retten die Welt. Auf geht's, Jungs. Warte, ich muss mich noch rausholen und mir ein magisches Geschoss einprägen. Keine Bange, Elf. Nanok wird euch beschützen. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten auf uns zu. Einige Tage sind vergangen, stand da gerade. Ich habe mich sogar geheilt, so wie es aussieht. Ich sage euch, wir können uns Talisa schnappen. Nanok, ihr seid nicht angekränkelt von der Schwäche der zivilisierten Welt. Tim, ihr zaubert ein magisches Geschoss. Ich werde zur Waffe greifen. Ich finde, sie hat alle möglichen Schätze bei sich. Aber Tim ist fürchterlich. Erinnert ihr euch noch an den Kobold-König? Er lässt einen Spruch los und versteckt sich dann hinter einem Felsen, wo er doch eigentlich alle Leute hätte abschlachten sollen. Hey, ich habe die Heiltränke. Ich heile euch. Ich kann mit einem bloßen Achselzucken einen Mann umhauen. Ich bin frei von den Schranken der Zivilisation. Ich... Es reicht jetzt. Fertig. Angriff. Bondari lädt erneut. Was? Seltsame Dinge sind hier im Kopf. Das ist ja immer genial. Also die Heldgruppe von dem Typ war halt einfach neu geladen. Tja, da ist euer Augenstein, mein Fürst. Wir haben noch etwas anderes gefunden. Ich hoffe, es gefällt euch. Gut gemacht, Bondari. Hier ist eure Belohnung. Danke, es war eine gute Aufgabe. Ich fand ein neues und Tim hier eine identifizierende Schriftrolle. Schon ein paar Tagen wird er mir mehr über meinen Dolch sagen können. Hallo. Aber danke, Talisa. Adi und viel Glück mit eurem Drachen.
Ich erbiete euch einen aufrichtigen, von den Zwängen der Zivilisation befreites Lebewohl. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Ich warte. Was ist das? Hört auf, die Leute zu attackieren. Oh, wir sind jetzt erschöpft. Oh, hallo Bronze-Pantalons. Das wundervolle Kleidungsstück stellt dieses höchste Kunstwerk der Mode dar. Es ist ein Zeichen wahren Stils und jeder, der wirklich was auf sich hält, würde lieber nackt gehen, als ein minderwertiges Kleidungsstück als Ersatz für die Gavun, das sah mit Bronze verzierten Pantalons zu tragen. Ja, habe ich die goldenen noch hier drin? Na, scheint nicht so. Und der Augenstiel. Gauf-Augenstiel. Dieses Augenstiel heißt Gaufs. Der Augenstiel wurde sauber abgetrennt. Ah, sehr schön. Ja, wenn wir das heißt, wir können jetzt selber in die Hülle mal reingehen und gucken, ob wir da wirklich jetzt alles drin ist. Oder ob... Oh. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Nächstes Mal. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Erwischt. Ja? Ja? Immun. Pfeile. Verstanden. Was hat er da gerade gewirkt? Irrgarten. Ah, okay. Scheint aber... Fragt nur. Nicht geklappt zu haben. Ich bin bereit. Wer ist tot? Das Kädon hin. Beherrschung, Rettungswurf. Ich bin im Labyrinth, das ist klar, aber Keldor. Magiewiderstand, Augentyran, Minsk. Augentyran, Talisa, Minsk. Augentyran. Wo ist Keldon hin? Erwischt! Keine große Herausforderung. Jetzt muss ich die nochmal entzaubern. Hier sind zwei. Zum Eingang, zum Eingang. Ach so, das ist die Tür. Die Diener schon erledigt. Ihr seid ein absonderliches Volk, dass ihr euch hier herumtreibt. Ja, 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 kennen wir alle schon. Nehmen wir mal die Eins. Nun, wir werden die Welt retten, das werden wir. Los, los geht's, Jungs. Party muss mich noch ausruhen, ja. Ich fürchte, es kommen finstere Zeiten auf uns zu. Und da geht der Wolf. Seltsame Dinge sind hier im Gang. Ich hab uns gerettet. Hallo, danke, tschüss. Ich warte. Nun gut. Okay. Ja.
Die beiden sollen können mal da rein. Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Ja? Ja? Die Natur könnte selbst hier. Ich warte auf ein Befehl. Ein wenig Hymenikare angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Eine kleine Rast. Oh, sie hat schon beide benutzt. Cool. Was kann ich tun? Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich einen. Ja. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Hast Hammer? Okay, okay. Dann kriegt ihr beide noch einen Stein aus.